Kann man, wer so viel tausend Mordes-Pakete verkaufen, dann krieg ich bestimmt auch eins. Ich kann Lust, meine Karte zu nutzen. Hm. Also wenn ihr schon dabei seid, ne, ich brauche das neue Kostüm von der DK, nennt sich Dunkelrosa. Könnt ihr auch gerne reinstellen, so 500 Mal, dann krieg ich auch Rätsel. Gibt's immer noch auf Pre-Order, ich weiß nicht, ob ich das bekomme. Ich glaube, es wurde erst 16 Mal oder so verkauft, also gar nicht so oft. Ich? Nee. Ich hole mir generell keine Perlenpakete. Also ich bin einer, der sehr wenig casht an BDO. An mir verdient PA nicht so viel Money. Eigentlich so gut wie gar nicht. Wieso hast du dir das gekauft? Das 60 Euro mal 60? Ist die Musik eigentlich lauter als ich oder bilde ich mir das nur ein, weil die Mucke so laut ist auf meinen Ohren? Ich krieg ernsthaft geschenkt. Nee. Krieg gar nichts geschenkt. Kommst du darauf? Ist aber nicht das Angebot. Ja, so hol's dir ruhig. Das Problem ist bei mir, wenn ich mir sowas holen würde, ich wüsste nicht, was ich mir kaufen wollen sollte. Was ich mir holen sollte? Keine Ahnung. PA nicht, nein. Kakao immer noch, aber kein PA, nein. No, no. Wozu denn? Damit das in meinem Titel steht? Ja. Ach, Vorteilspakete. Naja, gut, dann würde ich mir alle 30 Tage davon Vorteilspaket holen, so. Aber die Pre-Order ich in der Regel auch aus dem Marktplatz. Und mit viel Glück kriege ich die dann auch, bevor mein Vorteilspaket abläuft. Oder aber, wie kriegen wir davon PA welche geschenkt? Kriegen ja momentan noch sehr viel geschenkt, finde ich. Naja, toll, wird mir jetzt nur noch ein neuer, ist ja kacke. Eigentlich interessiert mich der Kompass nicht so, deswegen weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das priorisieren will, den wirklich zu grinden, ja. Ich bin jetzt unschlüssig. Ja, voll oft. Es gibt einen Trick. Wie man das, wie man da gut rankommt über den Marktplatz. Den habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt, was sie. Doch, also Vorteilspakete und Altmondbücher habe ich eigentlich schon. Glück. Was ich richtig Pech habe, ist Kampfbücher zu bekommen. Kampfbücher bekomme ich gerne, witzigerweise. Tell me.
Einfach die Pre-Order vorm Patch oder nach dem Patch setzen. Warten. Bis jetzt hat das immer geklappt. Also. Jetzt haben wir den jetzt direkt mitgeschrieben, weißt du? Zumba direkt mitgeschrieben. Eine Pre-Order setzen am Marktplatz. Entweder vor dem Patch oder danach direkt. Keine Ahnung. Aber wenn ich das mache, dann habe ich eigentlich ziemlich zeitnah Vorteilspaket. Letztens hatte ich sogar 2 Vorteilspakete ineinander gesnackt. So ein Ding ist das nämlich. Habe ich sogar Screens von einem Discord gepackt. Ja. Fragt mich nicht warum. Ich kann dir nur sagen, wie es bei mir passiert, ständig. Hallo, Kati. Ich bin doch nicht Gary. Hallo. Ich bin doch nicht Gary. Zieh gleich meine Kapuze aus. Auf. Das ist die Aluhut-Sekte leiten. Ich, oder was? Nein. Mein Glück gehört mir ganz alleine. Nein. Ich piek sie gleich wieder. Komm doch. Ich hab jetzt mehr AP, Schnucki. Komm doch. Ich warte, ich bin mit meiner Kutume heute fertig. Und wenn du richtig böse bist, dann nehme ich meine Nuva. Also ich habe... Ja, so ab einer Stunde vorher habe ich das immer gemacht. Ab einer Stunde vorher oder direkt nach dem Patch eingeloggt und dann gesetzt. An allen vieren fest bin und so lange Kitzel... Weißt du, was das Problem ist, Kathi? Ich bin nicht kitzlig. Also wirklich nicht. Weder an den Rippen, noch an den Füßen, noch am Hals oder an den Armen. Ich bin nicht kitzlig. Also würde das gar nichts bringen. Ich würde sagen, ja, massier mich weiter. Wenn du versuchst, mich zu kitzeln. Furchtbar auch noch gesegnet. Na, ich bin halt echt nicht kitzlig, so, weiß nicht. Mein Bruder zum Beispiel total schlimm, ne? Ich gar nicht, so. Vielleicht gefällt dir das. Natürlich, ja? Ist wie kraulen denn. Natürlich. Hör nicht auf, mach weiter. Währenddessen Kathi versucht mich zu kitzeln. Easy. Wie meine kleine Pudelmütze die ganze Zeit leuchtet, wenn ich so laufe, ne? Weil ich so ein. Ja, das rote Ende gemacht habe. Meine Mütze leuchtet total die ganze Zeit. Ich rede nicht vom Kitzeln. Was dann? Nein, festbinden, glaube ich, mag ich nicht. Schnurren. Okay, das geht ein bisschen in die falsche Richtung gerade. Konzentration, ich brauche einen Eltenpaar. Avuaru, wo bist du? Da bist du. Die waren wir ja auch schon leicht errötet. Nein, nein, nein. Das liegt an Hystria. Hallo Georg. Ja, Mensch.
lange nicht gesehen haben. Was geht, was geht, was geht? Verlegen? Ich bin nicht verlegen. Ich bin auch nicht verlegen. So würde ich die ganze Zeit auf den Boden gucken, wenn ich verlegen wäre. Danke dir, Sarah. Ich habe bestimmt ein paar Zonen, wo man irgendwas mit ihr anstellen kann. Oha, das klingt so falsch. Das klingt so falsch. Sag mal, der sieht doch, dass ich hier grinde. Geschrieben hat er nichts. Ich hab mal nichts geschrieben. Oh, ich will jetzt nicht red gehen, ne? Wegen diesem... Nenn mich nicht Bro. Okay, Sis. Sup? I'm here. By mistake. Okay. Und jetzt so? Bitte bitte kein Termit Exit. Use Escape, Escape. Trust me. Ich bin hier aus Versehen. Oh, wie cute. So, ich habe von meinen Spielen gehört, dass Pam Blackstar gedrückt. Habe ich. Ja, im 7. Try. Das ist korrekt. Und gerade eben habe ich im Wattgrenzteil gedroppt. Nach 500 Stunden ist es Rare Grind. Yes. PR hat den Lacksack für mich aufgemacht. Ende des Jahres nochmal. Hallo Guido, na, hast du noch geschlafen? Ein bisschen AFK, misch mich später wieder und das war oh, oh Gotti. Bis later. Wer hat die schönere Behausung? Ja, genau, Goku, wenn du eine bessere Idee hast, dann tell us. Ach, in einem anderen Game unterwegs. Ach so. Ach, ist Junior bei dir? Wusste ich gar nicht. Ist doch noch gar kein Wochenende. Esel wird reiten. Ach du Heilige. Aber dann auf dem Rücken liegend mit der Schei, oder? Esel wird reiten. Vielleicht gibt keine Geschenke mit der Weihnachtsbaum, dass dein Glück für dieses Jahr nächstes Jahr verbraucht. Ja, ich glaube auch. Aber ich will auch Geschenke bekommen vom Weihnachtsmann. Ich will trotzdem Geschenke haben zu Weihnachten. Nichts gibt's. Aber ich war so brav dieses Jahr, ja? Ich war so brav. Hallo, Lexien. Nix aber. Ja doch, aber. Als würde ich einfach irgendwas hinnehmen würde. Hä, wo denn bitte? Hallo, was soll das denn jetzt heißen? Ich bin voll nett. Ich bin voll nett. Oder nicht? Oder habe ich irgendwas nicht mehr bekommen?
Ja, ich dachte schon. Untermese reiten? Lul. Von meinen Spionen. Ich kann mich schon vorstellen, wer der Spion war. Ja. Also ich finde nicht, dass ich unfreundlich bin oder so. Ich meine, ich kann unfreundlich sein, ja, aber nur mit Grund. Hallo, Wolfgang. Hallo. Warte mal, dass er versucht wurde, dass er Rätsel versteckt. Also ich sage Mario. Oder du hast es aus dem Video von Pistonetti gesehen. Hallo Muni. Hallo. Aber er war sehr spät dran. Naja, warum soll er auch rumrennen und sagen, Luga hat beim Blackstar gemacht? Warum soll er, warum? Hat er gar keinen Grund dazu. Was geht? Hystria Grind, damit ich meine Backyard Blackstar noch auf Tree machen kann und dann entweder verkaufe oder meine LAN gebe. Was? Wie erster Versuch weg? Er hat es dir auch gesagt. Also ist das ja richtig. Es ist ja, prinzipiell ist das ja richtig, weil es ist ja einer der Personen, die es dir gesagt haben. Also, ich finde, ich habe gewonnen. Ich wusste es schon, das weiß ich doch nicht, dass du es schon wusstest, wenn er dir das sagt, so versuche ich das zu wissen. Jemand anderes hat es mir früher gesagt. Tja, da ich nicht weiß, mit wem du sonst noch Kontakt hast, keine Ahnung. Der erste Spion war besser. Ja, aber ich kenne noch deine Spione gar nicht. Ja, wie gesagt, dass ich keine Namen kenne von den Leuten, mit denen du so chillst. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, alternativ aus dem Pistonetti-Video, aber sonst wusste ich nicht, woher. Weiß nicht, wer zu deiner Spion-Gang gehört. Oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Oh Gott, ich glaube, es war irgendwas mit F oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da müsste ich die Folge raussuchen. Davon. Oder eine Sie, okay. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Irgendwas mit F, glaube ich. Nein, es war nicht Sarah. Das kann ich dir auch sagen. Ich habe es auf Video. Ja. Soll ich nachgucken? Ich weiß sogar in welchem Video. Kann ich easy peasy nachgucken? Der Rate-Grind. Georg möchte gerne, dass ich errate, wer ihm das gesteckt hat mit meiner Blackstar. Ein bisschen schwierig, bei so vielen Leuten, wie ich kenne. Oh, hi, kommt der Zicke, muss jetzt am Mittag später. Porgi.
Bam, bam, badadam. Also ja, etwa ein etwas gemeines Ratespiel. Alles gut, muss man ja auch nicht. kriegst du das denn jetzt noch nachträglich geklippt oder nicht, Krox? Du hast mir irgendwie meine Frage nicht so wirklich beantwortet. Bam, bam, badadam. Weißt du, Sarah, seitdem ich mir dein komisches Puzzle auf Instagram angeguckt habe, ne, kriege ich lauter Puzzle-Kaufvorschläge, by the way. Ich bin immer kurz davor, die weiterzuleiten, weil ich mir denke, oh, das sieht ja cool aus und das sieht ja cool aus. Und denke ich immer so, jetzt hat sie ihr eines noch nicht mal fertig. Schwierig. Jetzt werden mir überall Puzzle angezeigt. Schade. Da müssen wir im VOD darauf hoffen, dass da irgendein Tonout dabei ist. Keine Zeit muss grinden, Georg. Ich kann es dir nicht sagen. Irgendwas mit F? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nimm das als meine Antwort. Das ist ja wie, als wenn ich dich fragen würde, mit wem ich immer im Discord chille. Hallo, Mario. Hallo. Hallo. Hör mir auf, das Bild 3D-Puzzle und ich werde. Hilft dir Felix nicht beim Puzzeln? Der 3D hat auch keine Lust drauf. Es gibt, also damals gab es so richtig coole. Was waren das? So Globus. Bist du eine Mehrzahl vom Globus? Egal, ein Globus in 3D und so Pyramiden und sowas als 3D-Puzzle. Das war auch ziemlich cool. Mit mir. Unter anderem, ja. Guido? Unter anderem ist das richtig. Georg, der fast 40 ist. Was hat schnell die Runde gemacht? Was meinst du? Gibst du auf? Ja, ich gebe auf. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich kenne nicht die Leute, mit denen du Kontakt hast. Das ist für ein Ratespiel. Ja, ich habe deinen Namen gesagt, deswegen habe ich ja eigentlich auch gewonnen. Aber da Georg nochmal die Regeln geändert hat, zählst du jetzt nämlich nicht, Mario. Du zählst nicht. Zieh dir das mal rein. Du zählst einfach nicht. Ist das nicht frech? Das ist doch richtig frech von ihm, oder? Ja, das hast du aber nicht gesagt. Time out, Ren. Mit meinem Kompass? Wieso mit meinem Kompass? Was meinst du mit schnell die Runde gemacht? Warum? Was passiert? Die Frage ist doch, Georg, warum hast du es nach 10 Minuten erfahren und warum warst du nicht im Stream? Das ist doch viel eher die Frage. Ja, jetzt kommst du. Kollege Schnürschuh. Spätschien. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt rettet die Arbeit wieder. Ich hab eine Pulle Wein und zwei fette Räucherfleisch geschenkt bekommen. Von der Oma nebenan.
Du trinkst du Wein? Wein ist so gar nicht meins, ne? Also wenn, dann muss er wirklich süß sein, aber sonst ist Wein so gar nicht mein Style. Von 14 bis 0 streamst du leider nicht. Die Frage ist doch eher, warum streamst du nicht um die Uhrzeit? Also ab 14 Uhr schon. Am Samstag habe ich um 6 angefangen. Bis 13 Uhr oder sowas. Habe ich erstmal gegessen, weil ich Hunger habe. Hatte. Hunger habe ich jetzt auch, aber ich hatte da Auge. Wir hatten auf dem Mutant-Oger drauf. Wie lange braucht man für den Solo? Oha, Solo. Ja, da kannst du jetzt Ewigkeiten drauf raufhauen. Solo kann ja einiges einstecken. Ab 0. Also dadurch, dass ich halt am Freitag länger gestreamt habe, dann habe ich ein paar Stunden geschlafen und habe am Samstag dann wieder um 6 Uhr früh angefangen. Oh. Ach, dadurch, dass ich durch Arbeit so in diesem Flow bin, stört es mich ja auch gar nicht. Ich wach dann sowieso auf. Also, würde ich um 6 nicht aufstehen, würde ich spätestens um 6:30 wach sein. Hallo, Darf Putzi. Ja, hallo. Und hallo, Osni. Hallo. Make my day. 50 Euro gab es auch noch, damit ich schneller rankomme. Wenn ich Bauchschmerzen bekommen sollte, wenn man. Aber es ist doch voll süß von deiner Oma nebenan. Also von der Oma nebenan, nicht deiner. SCAC, danke dir für den Follow, hello. LSAC, so rum. Was, sowas wie Schlaf kannst du? Stell dir vor, ja. Ich kann sowas wie schlafen. Jetzt kann ich auch wieder schlafen, nachdem ich die Witcher-Staffel durch habe. Direkt. Aber ist doch voll cutie von der Omi. Also da musst du ihr zu Weihnachten wenigstens irgendwie so einen Strauß Blumen oder sowas vorbeibringen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. So eine cute Omi muss man wertschätzen. Nee, hab ich nicht. Ich habe ja jetzt erst The Tenants, Tenants hatte ich mir angeguckt und danach kam ja The Witcher raus. Also habe ich mir direkt Witcher angeguckt. Über mein Haupt? Nö. Ich finde das nicht schandhaft. Ich löse ihm auf, es war Feuer erschien. Sag ich doch was mit F, siehst du? Wusste ich doch was mit F. Jetzt kriege ich 1%, 1% Sub. Weil ich den Anfangsbuchstaben richtig hätte. Das sagt er einfach nö. Ja, ich sag einfach nö. Natürlich. Ich bin immer noch der Meinung, dass ist was anderes in der Nacht passiert als der Bildschirm, deswegen so auf der Bildschirm, schauen Sie noch. Selbst wenn ich sonntags mache ich ja eigentlich so gar nichts außer Serien gucken. Selbst da habe ich alle 4 Stunden gesagt, schauen Sie noch weiter. Später nachfragen. Nicht mehr für diese Serie nachfragen. Oh, ich hasse diese Funktion.